Servus Leute, ich bin der Niki von B-Roll Productions und ihr kennt mich ja nur als der glatzköpfige, muskulöse, anmütige Gott. Newsflash, ich hasse es. Mein ganzes Leben schon wünsche ich mir Haare. Aber genug. Wir sind jetzt in Thailand, dem Land der Wunder, und wir machen jetzt ein Wunder. In ein paar Tagen oder in ein paar Stunden, will ich hoffen, werde ich einen Schopf Haare haben. Und vorher hören wir nicht auf. Kommt mit. Versuchen wir es mal mit dem Sonnengott. Sonnengott, lass meine Haare sprießen. Ich glaube, die Glatze muss blank sein, bevor Haare sprießen können. Und? Sieh mal was? Verdammt. Vielleicht hilft ein Ortswechsel. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Ich glaube noch ein, zwei Worte weiter. Jetzt reicht's. Das Internet weiß es sicher. Heureka! Die Lösung! Kommt her! Schaut! Starkes Kopfschütteln fördert das Haarwachstum enorm, inklusive Kleidungswechsel. Probier was aus. Okay, wie crazy ist das? Ein ganzer Schopf Haare. Boah, müssen wir gleich mal bei Frisuren ausprobieren. Wie nennen wir den? Den Moses? Back, straight, back. Alright. Edgy. Der Laser. Du hast ja keine Ahnung von Kunst. Magst du einen Justin machen? Wie geht der? Und Justin Bieber. Baby, baby. Nein, ja, es schaut nicht genau so. Was? Na gut. Lasst uns meine neuen Haare der Welt präsentieren. Mein Name ist Niki und ich hatte mein Leben lang keine Haare. Ich dachte, ich weiß, wie Dinge riechen, wie sich Wind anfühlt und wie Farben aussehen. Jetzt weiß ich, dass ich gar nichts wusste. Natürlich war das alles fake. Nanu. Jetzt könnt ihr noch zuschauen, wie Agent Pingpong mir eine Glatze schneidet. Jetzt muss ich mich einschmieren. Wie gefällt's euch? So, das war's mit dem Video. Falls euch die Glatze gefallen hat, hinterlasst ein Like. Abonniert's. Vielleicht schneide ich mir mal meine Arme ab. Nein, das mache ich nicht, aber folgt mir auf den sozialen Netzwerken. Ihr wisst, ich habe die wichtigsten Infos, die coolsten Fotos. Und ja, wir sehen uns in ein paar Tagen. Bleibt kreativ.